herzlich willkommen zu Digital Thailand Talk. Ich bin euer Host Madeleine und erzähle euch heute etwas über die derzeit wirkreichste und populärste Social Media App der Welt, Douyin, und international bekannt auch als TikTok. In unserem Channel bieten wir Unternehmen die Möglichkeit und zeigen ihnen, wie sie mit chinesischen Social Media Plattformen zielgerichtetes Marketing betreiben können, um ein chinesisches Publikum zu erreichen und chinesische Kunden zu gewinnen. Und eine dieser Plattformen ist TikTok bzw. Douyin. TikTok kennen Sie bestimmt bereits von lustigen Kurzvideos, Tanz- und Musik-Challenges. Und kurz gesagt, TikTok ist eine Video-Sharing-App, die es ermöglicht, Kurzvideos zu drehen, zu teilen, mit Spezialeffekten, Musik, Sound und Voice-Over zu untermalen. Dabei dauert eine Videolänge selten länger als 15 Sekunden und eine Aufnahmezeit von 60 Sekunden ist maximal möglich. Und warum TikTok und warum Douyin? Warum gibt es zwei verschiedene Versionen? Das hat damit zu tun, dass TikTok auf der einen Seite in 150 Ländern auf 39 Sprachen verfügbar ist und während die chinesische Version Douyin nur in China auf Chinesisch verfügbar ist. Somit hat ByteDance es geschafft, international eine App zu kreieren, die global gesehen am meisten genutzt wird. TikTok und Douyin haben die Download-Rekorde mittlerweile gebrochen. Im April 2020 hat es die App geschafft, eine Gesamt-Download-Zahl von 2 Milliarden Downloads zu erzielen und eine tägliche Nutzerzahl von 1,5 Milliarden Usern zu generieren. Wer steckt denn hinter dieser App? ByteDance. ByteDance ist ein Unternehmen mit Sitz in Beijing in China und das Startup wurde 2012 gegründet. Mittlerweile hat sie den Wert von 100 Milliarden US-Dollar erreicht. ByteDance ist ein App-Entwickler, der auf KI-basierten Anwendungen spezialisiert ist und neben Douyin und TikTok bietet sie auch viele andere Anwendungen und Apps an. Ja, wo sind denn die Unterschiede zwischen TikTok und Douyin? Die Nutzer der einen App können nicht in den Content der anderen App einsehen. Und die Nutzer beider Plattformen können aber auch nicht miteinander interagieren. Das heißt, beide Plattformen sind strikt voneinander getrennt und es handelt sich hier nicht um eine App, sondern um zwei. Aber nun kommen wir zur chinesischen Version Douyin und welche Möglichkeiten Unternehmen haben, Douyin für sich und ihr Marketing zu nutzen. Als Unternehmen haben sie natürlich viele verschiedene Möglichkeiten und eins dieser Möglichkeiten, das sich von selbst erklärt, wäre einen eigenen Unternehmers-Account zu kreieren. Ich habe zwar gesagt, Douyin ist nur in China verfügbar, aber es gibt auch Mittel und Wege, wie Sie Douyin auch außerhalb von China herunterladen und für sich nutzen können. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit des KOL-Marketings. Was bedeutet KOL? Dieser Begriff steht für Key Opinion Leaders. Das sind chinesische Influencer, die auf einem ganz anderen Niveau operieren als die Influencer, die wir von Instagram, YouTube und Co. kennen. Und zwar sind diese wahre Sales-Persönlichkeiten. Das sind nicht nur Influencer, die Content providen, sondern auch aktiv mit Unternehmen zusammenarbeiten, um deren Produkte und Marke zu bewerben. Und sie haben natürlich auch kommerzielle Möglichkeit, ein gesponsertes Challenge ins Leben zu rufen, und zwar mittels eines gesponserten Hashtags. Sie können Hashtags ins Leben rufen auf Douyin und die Nutzer dazu motivieren und aktivieren, ihren Unternehmensnamen durch diesen Hashtag-Challenge in die Welt hinauszutragen. Als verifizierter Nutzer haben Sie auch die Möglichkeit, einen eigenen Online-Store zu eröffnen und somit lassen sich auch Produkte durch diesen Online-Store verkaufen. Das war ein ganz kurzer Einblick in die Welt des TikTok und Douyin. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Habt ihr noch mehr Fragen zu dem Thema TikTok und Douyin? Dann hinterlasst uns einen Kommentar und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald und tschüss!